So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test von mir. Und zwar, vor nicht allzu langer Zeit hat Steam ein Spiel verschenkt namens Dayland. Und ich habe mir mal gedacht, ich habe das schon mal im Stream mal angespielt, aber das hielt sich so diesbezüglich in Grenzen. Deswegen habe ich mir mal gedacht, machst du mal ein Let's Test dazu? Und ja, schauen wir mal. Er scheint offensichtlich im Weltall zu spielen. Da gibt es einen Kometeneinschlag auf einem Planeten. Oder? Ne, wir werden einfach nur dahin gebracht. Dieses Spiel verwendet eine automatisch gespeicherte Funktion. Alles klar. Sieht aus wie eine automatisch gespeicherte. Eine automatisch gespeicherte Funktion. Ja, wunderbar. Folgendermaßen, drücke A, um zu beginnen. Wir sind also dieser kleine Junge, der irgendwie auf diesen Planeten gebracht wurde. Ein neuer Tag beginnt. Es gibt viel zu tun. Zuerst sammle ich einige Beeren von den Sträuchern am See. Alles klar. Wir haben oben links eine Anzeige, eine Hungeranzeige. Dann irgendwie, ich glaube, das blaue ist Mana, das rote sind Heal Points, das andere sind XP. Und wir können auf jeden Fall hier so rumlaufen. Wir sind auf einem kleinen gestrandeten Planeten irgendwie. Also auf einem kleinen Planeten gestrandet. Das ist unser Zuhause. Wir können das später, glaube ich, auch ausbessern. Haben hier drei Felder, die wir bestellen können, wenn wir dementsprechend soweit sind. Und hier haben wir dann Pfeile. Sieht man so ein bisschen, die uns ein bisschen am Planeten hier so rumführen, wo was zu finden ist. Unsere nächste Quest ist etc. etc. Und wir können den Planeten drehen. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Situation, weil manchmal passiert es hier auch, dass hier Kometen einschlagen. Ich hoffe, dass wir das in diesem Let's Test reinkriegen. Und wenn dann Kometen einschlagen oder so, dann können wir zum Beispiel den Planeten drehen, wie wir wollen, und können dann bestimmen, wo der Komet sozusagen einschlägt, damit er nicht, okay, wir haben jetzt eine Beere gefunden. In 5 Minuten hat der Busch eine neue Beere. Unten links können wir, okay, ich habe nur ein paar sammeln können. Ich komme jedoch ein andermal wieder, um mehr zu holen. Alles klar. Wir kriegen also Besuch. Achtung, Sternpatrouille, Moon hier und auf Aufklärungsmission. Ich bin im Moment auf einem seltsamen kleinen Planeten. Sowas habe ich noch nie gesehen. Er scheint unbewohnt zu sein. Sicher? Der Pfeil führt uns zum Moon. Oben, im Norden sozusagen, sieht man jetzt so einen kleinen orangenen Pfeil, der uns zum Moon führt. Wir müssen mit ihr sprechen. Hey! Hi! Hallo! Hallo! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich dachte, hier wohnt niemand. Ich lebe alleine hier. Ich heiße Arco. Ich bin Moon, Entdeckerin bei der Sternpatrouille. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Planeten. Er heißt Dayland. Dayland. Er scheint nicht auf dem Radar. Es ist fast, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, ich sehe, du hast dich hier niedergelassen. Du scheinst ein sehr praktischer Junge zu sein. Ich bin sicher, dass du Dayland zu einem sehr angenehmen Wohnort machen wirst. Ich helfe dir. Zuerst musst du Obst und Gemüse anpflanzen und ernten, damit du keinen Hunger leiden musst. Das ist eine tolle Idee. Ich hatte es schon satt, hier immer nur wilde Beeren zu essen. Schau, ich zeige dir, wie man eine Hacke herstellt. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Du hast ein neues Rezept. Neue Mission. Wie wäre es mit einer Hacke, um den Boden zu bearbeiten? Sprich dann noch einmal mit Moon. Alles klar. Wenn wir neue Sachen... Hier oben rechts sieht man immer, was auf dem Planeten aktuell wächst. Also wir sind irgendwie mit dem Planeten so ein bisschen verbunden. Der scheint uns wohlgesonnen zu sein. Und hier sieht man auch, wir können diese Pilze sammeln. Und dementsprechend sollten wir das natürlich auch tun. Die wachsen immer so hin und her. Und oben rechts sieht man dann auch, wie viele Planeten.
Wie viele Pilze? Also oben rechts jetzt Pilz 1, das haben wir jetzt gesammelt. Und jetzt ist kein Pilz mehr da, aber dafür haben wir den im Inventar. So, wir müssen jetzt, die Moon wartet jetzt natürlich auf uns. Die kann ruhig noch ein paar Minütchen da bleiben, das Mädchen. Das ist super, dann sind wir nicht ganz so alleine hier. So, Schmiede, wir können jetzt eine Hacke, dazu brauchen wir Stein und Holz. Das habe ich aus Gründen schon im Inventar. Warte mal, nee. Sekunde, ich muss mal ganz kurz gucken, wie man Inventar. Okay, wir haben jetzt aktuell hier, ist das Inventar, ist sehr übersichtlich. Eine Heidelbeere, dann Pinienkerne und Pilze und sonst haben wir nichts. Status, ja, nicht so viel. Warum haben wir nicht so viel Leben? Das wundert mich gerade ein bisschen. Na gut. So. Moon, ich habe eine Hacke hergestellt. Toll, wie ich sehe, bist du sehr geschickt. Wunderbar. In der Nähe der Ebene, wo du dein Zelt aufgestellt hast, sieht das Land fruchtbar aus. Hier, pflanze diese Karottensamen dort an. Vielen Dank, ich komme bald zurück. Alles klar, wir haben jetzt hier unten, können wir jetzt die Hacke auswählen. Und da können wir jetzt Sachen einsehen, wie zum Beispiel Weizen oder Karotten. Jetzt kann ich mit der Hacke allerlei Samen in den Planeten pflanzen. Ich suche einen Ort in Wassernähe, um 2 Pinienkerne zu pflanzen. Alles klar. So, ich muss einen weiteren Brunnen bauen. Ah, genau. Wir müssen hier irgendwie noch einen Brunnen bauen. Dann haben wir nämlich eine Wasserquelle in der Nähe. Können hier auch die... Ja, so halbwegs drehen. Warte mal. Gut. So, hier ist noch ein Pilz. Ach, Sauerstoffmangel, Entschuldigung. So, Pinienkerne. Die müssen wir natürlich hier, die sind so miteinander verbunden. Das bedeutet, hier können wir keine Pinienkerne sehen. Wir müssen schon eine gewisse Wassernähe besitzen. Dass wir, dass die Pinienkerne... Gut, wir machen jetzt, müssen wir noch warten, bis die Bäume wachsen, um mehr Samen zu bekommen. Alles klar. Ja, das ist halt so ein bisschen Haushalten. Sprich, die Bäume, die wir abholzen, müssen wir natürlich auch nachpflanzen, damit wir dementsprechend auch Sachen kriegen. So, warte mal. Kann ich hier irgendwas bauen? Nein. Gut, ja, die Karotten wachsen. Die brauchen noch 6 Minuten. Das ist soweit ganz gut. Oh, und ich habe es geschafft. Ich habe die Samen gepflanzt. Jetzt muss ich nur warten, bis sie geerntet werden können. Gut gemacht. Vielleicht Landwirtschaft. Viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Das ist schön. Moon, ich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Natürlich, in dem Fall wäre es gut, wenn du einen Hammer hättest. Er ist auch nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie das geht. Also, ich folge deiner Anleitung. So, wir können jetzt einen Hammer herstellen. Ja, ich glaube, wir können auch nur oben mit Hammer und so ein Kram. Wir können jetzt hier rechts schlafen oder schmieden. Natürlich machen wir den Hammer. Jetzt können wir zumindest... Haben wir noch ein paar Materialien? 2x Holz haben wir noch. So, wir können jetzt Sachen bauen. Können wir noch nicht. Die lernen wir erst später. Wir können ja noch Sachen ausbessern. Und ja, es hat eigentlich ein relativ simples, aber schönes Craft-System. Was mir persönlich gefällt, ist dieses Planetensystem. Ist mal was anderes. Und ja. Hey. Gut, jetzt habe ich einen Hammer. Super. Der kleine Junge scheint eher wie so ein kleiner Bruder für die Moon zu sein. Und dementsprechend immer so, ja, guck mal, ich habe was geschafft, juhu. Und die so, oh ja, toll, hast du fein gemacht, jetzt mach noch weiter. Ist, weiß nicht, das ist irgendwie, hat schon so seinen gewissen Charme. Gut gemacht, mit der Zeit wirst du immer besser darin, Gebilde zu bauen. Schau, ich zeige dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Das ist ganz einfach. Okay, neues Gebilde freigeschaltet, okay, aber ich habe nicht genug Holz. Das stimmt, ich habe auch kein Holz mehr für dich übrig. Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. Neues Rezept, Axt, wunderbar, stelle eine Axt her. Schön, haben wir zumindest die Grundprinzipien. Werkstatt könnten wir bauen, brauchen wir aber Stein und Holz. Ja, Axt, einmal Holz, aber wir haben keinen Stein mehr. Das bedeutet, wir können diese kleinen Sachen, können wir auf Dauer zertrümmern, die sind dann weg. Aber wenn wir trotzdem Steine brauchen, können wir diese noch hier bei diesen großen Dingern am Ernten. Ich glaube, die haben unendlich. Wenn wir nicht mit der Axt draufhauen und die solche Pinienkerne haben, diese Bäume, dann können wir die natürlich die Bäume schütteln und dementsprechend dann auch die Pinienkerne abernten. Von daher, ja, müssen aber trotzdem immer darauf achten, weil wenn wir Pinienkerne irgendwie, die Pinien halt sehen und komplett abernten, dann haben wir keine mehr. So, wir haben jetzt Steine. Jetzt haben wir eine Axt gebaut. Wunderbar. So. Lass mich mal ganz kurz gucken.
Ich würde gern noch 2 Pinien pflanzen. Hier in der Nähe. Wir können auch Beeren pflanzen. Dann können wir mehrere Beerenbüsche bauen. Aber die würde ich ganz gerne woanders dahin bauen. Weil wir bis jetzt aktuell haben wir nur eine, Dingsbums, auch unsere ersten Bäumchen, super. Haben wir nur eine Wasserquelle und die möchte ich jetzt nicht zumüllen. So, Moon, ich habe einen Hammer. Super, also vergiss nicht, das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt und den Bäumen, die du fällst, aufrechtzuerhalten. Hier, nimm ein paar extra Samen. Vielen Dank, super. Ich baue ein Lagerfeuer. Oh, so kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt hast du Material. Jetzt kannst du Materialien beschaffen. Mit dem Hammer brichst du Steine, mit der Axt erhältst du Holz. Das wissen wir, das kriege ich hin. Okay, die Frage ist, was bauen wir denn? Lagerfeuer braucht 2 Steine. Beleuchtete Lagerfeuer stellen deine Gesundheit wieder her. Sie werden auch zum Anzünden von Fackeln verwendet. Und Holz, okay. So, Steine müsste ich jetzt genug haben. Okay, jetzt brauche ich noch Holz. Das kriege ich aber hin. Wir haben ja jetzt genug Pinien gepflanzt. Also können wir die Bäume fällen. Ja, wenn mir die Pinienkerne nicht speziell abgrasen, dann fallen die automatisch zu Boden, lösen sich aber nach einer Weile auf. Das bedeutet, wenn wir hier irgendwas finden, dann müssen wir natürlich auch so gut wie möglich und so schnell wie möglich das Zeug halt auch sammeln. Können wir jetzt schon ein Lagerfeuer bauen? Am besten würde ich das hier in der Nähe von meinem Hütchen machen. Ja, hier, nee, ich will es jetzt nicht sehen, so, ja. Die Felder können wir leider nicht, okay, fertig, ich sollte es anzünden. Feuer machen, brauchen wir Holz, okay. Wow, man kann die Hitze spüren, super. Es ist schön, am Feuer zu sitzen. Setz dich doch dazu, Moon, hm? Mit der Fackel kannst du Feuer transportieren, aber sei vorsichtig, Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Oh, Feuer ist gefährlich, das werde ich nicht vergessen. Neues Rezept, erkunden wir den Planeten, ich würde gerne sehen, ob es hier etwas Spannendes gibt. An dem Hügel ist ein Gebilde. Komm, ich zeig's dir. Neue Mission, okay. Die Moon ist jetzt... Die läuft... Die hilft uns jetzt so ein bisschen. Damit wir hier alles so ein bisschen... wie heißt... Damit wir hier so ein bisschen klarkommen. Hier ist es. Das ist ein komisches Gebilde. Moment mal. Laut meinen Daten handelt es sich hier um einen alten Altar. Einen Kristallaltar. Wenn ich wieder im Basislager bin, suche ich nach weiteren Informationen. Schau mal, Moon, mein Anhänger leuchtet anders. Monster, mach dich bereit für einen Kampf. Oh, es gibt Monster. Besiege die Monster. Okay. Die Monster werden hier mit lilanen Pfeilen angezeigt. Ist nicht ganz so spannend. Hier sind so Schleimbeutel auf erschienen. Die Moon hilft uns in den ersten Kämpfen dabei. Einfach hingehen und A drücken, dann greifen die uns an. Aber wenn wir rechtzeitig A drücken, dann passt das schon. Die lassen auch immer ganz gerne ein bisschen Beute fallen. Oben rechts sieht man, dass 2 Feinde in der Nähe sind. Ja, wir können natürlich auch Schaden nehmen und sterben, wenn wir das zu lange machen. Aber in der Regel mit ein bisschen Übung sind die eigentlich relativ easy. Das hast du gut gemacht. Vielleicht kann ich dich eines Tages mit auf andere Abenteuer nehmen. Alles klar. Das wäre toll, Moon. Ich muss jetzt gehen. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke für deinen Besuch. Kommst du wieder? Natürlich. Kümmere dich währenddessen um Daylin und verteidige es gegen die Monster. Das werde ich tun. Guter Junge. Bis zum nächsten Mal. Arco. Ah ja, stimmt. Arco ist ja der Typ. Alles klar. So. Wir können jetzt hier schlafen, um das nächste Level zu erreichen. Okay, und Pilze haben wir noch. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, wir kriegen auch später noch Besuch von anderen Leuten. Und ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ja, ist dunkel. Drücke Y um einen Landeplatz. Genau, wir können jetzt hier bestimmen, wo die Leute halt landen. Die bleiben 30 Sekunden ungefähr im Orbit. Dann müssen wir denen halt den Planeten so drehen, wo sie landen können. Und dann kommen sie vorbei. Und oben rechts sieht man jetzt, wie viele Sekunden die Besucher jetzt halt drin sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt 60 Sekunden nicht, innerhalb von 60 Sekunden nicht mit der Moon sprechen, dann haut die auch wieder ab. Von daher, ja, manchmal kriegen wir Quests von denen. Die müssen wir dann machen. Das Problem allerdings daran ist halt, dass die nicht immer beim nächsten Besuch fertig sind und dann können wir sie entweder im Orbit fliegen lassen und dann hauen sie wieder ab, kommen aber wieder oder wir lassen sie halt da und sagen nichts. Hallo Arco, wie geht's? Oh, ich kann sehen, dass es gut läuft. Du bist gerade erst abgehauen. Die Sternpatrouille ist sehr an deinem kleinen Planeten interessiert.
Der Supercomputer Weiß X hat mit der Verarbeitung der Daten begonnen, aber er braucht mehr Informationen. Deshalb habe ich einen Sensor mitgebracht, um Daten über Dayland zu sammeln. Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind. Der Sensor ist batteriebetrieben, aber du musst sicherstellen, dass er sich während der Messung nicht ausschaltet. Lass ihn bis zu meinem nächsten Besuch laufen, damit wir gültige Daten sammeln können. Okay. Wenn die Batterie beinahe leer ist, ist ein Warnsignal zu hören. Da musst du schnell die Kurbel drehen. Beginne Daten zu sammeln. Alles klar, neue Mission. Hier ist der Dingsbums. Ja, wir drehen den, dann ist er wieder bei 100% und oben sieht man dann, dass der Sensor 1% hat und die Batterie nur noch 99. So sieht man dann halt, was abgeht. So, die Nutzpflanze oben rechts sieht man natürlich, die bleibt jetzt noch 3 Sekunden da stehen. Die können wir dann lassen, wenn die Pflanzen so grün sind. Und dann können wir sie ernten. Dann steht oben auch Nutzpflanze 1. Das bedeutet, eine Sache, die wir angeerntet haben, ist fertig. So, dann ist das auch weg. Wunderbar. Wir müssen natürlich jetzt auch mal langsam anfangen, was zu essen. Nämlich mal ein Brot. Das ist unsere Hungeranzeige voll. Das ist ganz gut. Und unser Leben ist auch voll. Wir haben aber nicht mehr so viel Energie. Jetzt will ich mal gucken. Ich würde gerne mehr bauen. Ich brauche aber einen Brunnen dafür. Die Frage ist, okay, das Blau ist unsere Energie, nicht unser Mana. Wow, was für ein Glück, ich habe Mineralien im Gestein gefunden. Okay. Golderz, ein sehr wertvolles Erz, das aus Gestein gewonnen wird. Kann direkt verkauft oder zu einem Goldbarren geschmolzen werden. Cool. So, die Moon ist jetzt abgereist. Wir haben jetzt wieder was gefunden. Okay. Ich will jetzt hier nicht alles... Obwohl, die Steine könnten wir eigentlich aus dem Weg kloppen. Die großen Steine bleiben, das ist kein Problem. Unsere Energie ist auch hinüber. Kriege ich den Stein noch? Ja, super. Ich habe auch Sachen gefunden. Materialien, sowas haben wir. Silbererz und Metall. Metall werden wir ziemlich viel brauchen. Du hast ein neues Gebilde freigeschaltet. Es wird bald regnen. Regenwasser hilft den Bäumen und den Nutzpflanzen schneller zu wachsen und Früchte zu tragen. Super. Wenn ich einen braunen Brunnen baue, kann ich Regenwasser für trockene Tage aufbewahren. So, ich habe alles, was ich brauche. So, wir können jetzt auch hier die Atmosphäre so ein bisschen drehen. Müssen gucken, wo der Regen fällt. Hier fällt der Regen. Und hier können wir so ein bisschen steuern. Siehst du jetzt auch, dass die Felder so ein bisschen leuchten? Das bedeutet, wenn wir da jetzt was pflanzen würden, dann wäre natürlich, würde das schneller gehen. Komm, machen wir mal hier eine Karotte. Hallo, ich würde gerne. Ich bin erschöpft und muss mich ausruhen. Okay. So, schlafen. Wir können jetzt auch Level abkriegen. So, Intelligenz plus 1. Intelligenz erhöht die magische Angriffskraft sowie Energiepunkte und verbessert die Eigenschaft von Zaubertränken oder Beweglichkeit. Beweglichkeit erhöht die Geschwindigkeit und die Abwehr von körperlichen Angriffen. Ich würde mal ein bisschen Geschwindigkeit machen. Ist eigentlich ganz cool, diese Artworks sind schon schön. So, die Batterie ist bei 60%. Laden wir mal auf. Das ist 100%. Im Pilz gibt es ein paar Pilze. Wir haben nicht genug Holz. Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ich muss mich sofort drum kümmern. Okay, dann nimmst du am besten die Hacke. Was haben wir denn hier? Oh, was ist denn das für ein Lümmel? Ah, Mist. Du, Olla Ganove. Ja, am Anfang sind die Kämpfe relativ unspektakulär. Beziehungsweise, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die Kämpfe spektakulärer werden. Weil ich habe das Spiel nicht so weit gespielt. Aber scheint doch ein schöner, netter Zeitfresser zu werden. So, wir haben Kristalle bekommen. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Oh, du Ratte. Der hat ganz schön HP. Ich muss auch gleich nochmal was essen. Also hier im Spiel, weil meine Gesundheit ganz schön im Arsch ist. Aber dass wir jetzt schon so früh angegriffen wurden, ist schon ein bisschen unüblich. Na gut, 2 Kristalle. Ich weiß aber nicht so ganz. Was haben wir denn hier? Ist auch ganz lustig, dass sich die Musik immer so ein bisschen ändert. So, was haben wir denn hier für einen Besucher? Spreche ich hier.
Ah, schöner Planet. Hallo, wer bist du? Hallo, junger Mann, ich bin Locke. Cooler Name. Ist schön, doch, gefällt mir. Ich bin Locke, ein Zauberer, der mit Zaubertränken handelt. Ein Zauberer? Ja, leider können Menschen Magie nicht direkt einsetzen. Also müssen wir uns mit der Essenz der Magie begnügen, die wir in Zaubertränken finden. Darauf spezialisiere ich mich und natürlich auf alte Bücher und Geschichten. Mir gefallen diese bunten Flaschen. Du darfst schauen, aber nichts anfassen, es sei denn, du willst es kaufen. Ich habe kein Geld. Das macht nichts. Ich bin mir sicher, dass es viele interessante Dinge auf diesem Planeten gibt. Bring mir einfach alles, was du nicht brauchst. Schauen wir mal, ich habe ein paar Sachen in meiner Tasche. So, neue Mission. Handel mit dem Zauberer Locke. Wir können jetzt sprechen, wir können jetzt mit Y Sachen von dem kaufen. Auch nicht unendlich, das bedeutet unten rechts steht jetzt hier Glasflasche zum Beispiel, die kostet 10 Coins, glaube ich, sind das, ich weiß nicht ganz. Und 5 Stück hat er im Inventar, die können wir natürlich benutzen. Können wir es kaufen, mehr nicht. Mit B können wir Sachen verkaufen, also Sachen, die wir halt haben. Das Brot, dafür würde er uns 8 geben oder Gold, Erz, Metall, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Warte mal. Ich verkaufe ihm einen Silberbarren, ja. Giftiger Fliegenpilz, davon habe ich einige. Ja, ein guter Handel, Kleiner. Wunderbar. Ich habe auch einen Auftrag für dich. Wie du siehst, liebe ich es, meinen Weltraumballon mit hübschen Stoffen zu dekorieren. Ich kaufe normalerweise neue Stoffmuster an jedem Ort, den ich besuche. Die Qualität des Stoffes hängt sehr von der Qualität der verwendeten Baumwolle ab. Ich schenke dir einige Samen und im Gegenzug hoffe ich, dass du mir ein Stück Qualitätsstoff liefern kannst. Oh, vielen Dank. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr Locke. Alles klar. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen Heiltrank von ihm kaufen. Oh, der kostet 75. Okay, Metall, Pinienkern, Glasflasche, Öl. Brauchen wir alles noch nicht. Brauchen wir alles noch nicht. So, warte mich mal ganz kurz, hier gibt es noch Pilze, die würde ich gerne sammeln. So, hier haben wir einen Pilz. Ein Pilz. Wo sind die nächsten Pilze? Hier auf der anderen Seite. Okay, in 10 Sekunden haut der alte Mann ab. Der Herr Locke. So, Pinienkerne haben wir. Wo gibt es hier noch ein paar Pilze? Ich will mal ganz kurz einen Überblick kriegen. Dafür, dass hier noch zwei Pilze rumfliegen, habe ich die jetzt gerade nicht... Ah, da, okay. Links entlang. Ist schön, doch. Also ich muss sagen, der Planet ist eigentlich recht klein und schön eigentlich. Und vor allem gefällt mir hier der Mond und die Sonne und allem drum und dran. Ist schon schön, doch, doch, doch. So, der graue Pfeil zeigt immer zu unserer Hütte, dass wir uns so ein bisschen orientieren können. Das bedeutet so viel wie, wir müssen sowieso irgendwann unseren Planeten kennenlernen. Ich muss einen weiteren Brunnen bauen, damit ich mir Land bewirtschaften kann. Okay. Ich brauche dafür Holz und Steine. Es ist eigentlich ein bisschen komisch, dass ich pro Brunnen so, aber einen Brunnen baue ich noch. Ja, wir können jetzt hier Wasser holen. Du hast ein neues Rezept. Eimer, okay. Das bedeutet, wir können jetzt einen Eimer bauen. Der frisst 4 Holz. Eine Fackel. Machen wir mal eine Fackel. Die brauchen wir ja wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Aber ich muss auf jeden Fall Holz hacken, das ist natürlich klar. Oh, Meteorit. Ja genau, hier steht man. Schnell dreht den Planeten, um zu verhindern, dass der Meteorit Aua macht. Ja, der Sensor ist jetzt langsam leer. Jo, die Meteoriten sind eigentlich ganz lustig. Die können wir hier auch kaputt machen wie Steine. Und manchmal bringen die halt entweder Kristalle oder manchmal bringen die auch andere Sachen mit. Das bedeutet, wir können da durchaus auch mal ein paar fremde Samen bekommen, die wir dann einsehen können und haben dann zum Beispiel neue Früchte und so ein Kram. Ist schon schön. Doch, ist schon schön. So, den Pilz habe ich, aber ich brauche eigentlich Holz.
Das hier wird auch noch später ganz lustig, weil hier gibt es irgendwie, glaube ich, genau, hier kann man später eine Mine rein. Das kommt aber alles noch. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wie lange nehme ich denn schon auf, weil das wird jetzt in der Test und das will ich erstens nicht so lange machen. Ups, nein, nicht zerstören! Ah, jetzt habe ich mich schon verlaufen. So, jetzt will ich mal wieder auf die Tagesseite des Planeten gehen. Hier. Genau, so, warte mal, wie viele Pinienkerne habe ich denn? 5, das bedeutet, wir könnten theoretisch alle Bäume abpflanzen. Ich glaube, später können die Sachen auch noch verbessert werden. Ich habe das Gefühl, Feinde sind in der Nähe. Ha, von hinten, du Lümmel. So, ich muss auch gleich noch was essen und ich muss auch am Feuer mich mal ein bisschen ausruhen. Weil ich nicht mehr viel Leben habe. Genau, jetzt ich mal ein Brot. Ist vielleicht besser so. Bin auch total schlecht, weil es ist immer ein bisschen nicht so richtig einzuschätzen. Oh, da bin ich gestorben. Zum ersten Mal. Mann, ich habe mich total verquatscht. Monster haben einige deiner Ressourcen. Oh nein, das Golderz. Oh, du Ratte. Ihr Elenden. Okay, das war dumm. Das war dumm. Habe ich noch gar nicht vorbereitet gehabt. Ist egal. Beim Let's Test gehört auch so ein bisschen dazu, auch mal den Tod von einem Spiel zu zeigen. Nein, nicht zerstören. Ich will schneiden. So, sollten wir jetzt eigentlich mal ein bisschen genug Holz haben. Wir können die Bäume auch ein bisschen wachsen lassen, dann werden die etwas größer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Pinien größer werden. Ja, ich weiß. Wir sind müde. Trotzdem würde ich gerne noch ein paar Pinien abernten. Ich bin erschöpft. Ja, super, dann kann er das nicht machen. Okay. Dann will ich mich erstmal ausruhen. Ist natürlich doof, dass sie jetzt unser Golderz gestohlen haben. Aber eins haben wir noch. Das war nämlich schon so ein bisschen Glück gewesen. Ja, jetzt wo wir 9 Besucher kriegen. Ach, den hätte ich so schön zeigen können. Ah, der geht also nicht weg. Super. Dann würde ich sagen, land du mal hier. Und du bist hier. Oh, Vorsicht. Wer bist du denn? Hallo, wer bist du? Willkommen auf meinem Restaurantschiff. Brr, ich bin Bram. Ein Kuido-Koch, sehr bekannt in dieser Galaxie. Ich reise von einem Planeten zum anderen, immer auf der Suche nach den besten Zutaten. Möchtest du mein Küchenhelfer sein? Sehr gerne. Du wirst viel lernen. Bring mir die Zutaten, die ich brauche und ich werde dich unterrichten. Okay. Oh, dieser kleine See ist wunderbar. Fisch ist die Hauptzutat vieler meiner Gerichte. Ich kann dir immer frisch gefangenen Fisch liefern. Brrr, die Einstellung habe ich mir gewünscht. Schau, du kannst eine Angelroute wie diese hier herstellen. Okay, neue Mission. Wird natürlich auch ein bisschen lange jetzt dauern. Ich wollte ja Holz sammeln. Sprich, ich brauche noch einen Brunnen. Den stelle ich am besten mal hier hin. Okay, ich brauche noch einen Eimer. So, dann sehe ich hier mal Weizen ein. Das ist eigentlich ganz gut. So, Schmiede, Werkstatt. Okay, 4 Holz. Super. Also mit dem Eimer können wir es jetzt so machen. Hier, das braucht noch der Weizen. Nehme ich mal den Weizen, der braucht noch 3 Minuten. Mit dem Eimer können wir jetzt hier Wasser nehmen. Hier sieht man auch, 3 Wasserladungen hat der Brunnen. Dann können wir den hier gießen. Und dann geht das durchaus schneller. Ja, bei manchen Sachen brauchen halt länger als nur ein paar Minuten. Und da kann man das halt so super machen. Und es ist in der Regel so, dass wie man sieht, können wir diese Pflanzfelder auch noch ausbessern. Ich glaube, aktuell kriegt man 2. Bedeutet, hier ernten.
2 oder 3? Ich bin mir nicht ganz sicher. 3. Okay. Pflanze ich nochmal eine Karotte. Und dann pflanze ich nochmal Baumwolle. So, dann will ich nochmal ein Brot essen. Lecker. So, das entzünden wir mal. Wie sieht denn mein Status aus? Leben, Energie, läuft eigentlich alles ganz gut. Achso, ja, das ist dieser... Oh, das ist schon ein bisschen weird. Ja, wenn wir die Pflanzen nicht abernten, dann haben wir natürlich ein Problem. Warte mal. Ich kann doch hier irgendwo noch einen Brunnen bauen. Dann könnte ich hier um den Brunnen nämlich einfach ein paar Dingsbums bauen. Ein paar Beerenbüsche. Dass wir den Planeten mal ein bisschen wirtschaftlich benutzen. Regen, super. Die Atmosphäre hat sich geändert. Das bedeutet, man muss gucken, wo die Regenwolke ist hier. So, du gehst jetzt mal hier drüber. Genau, dann sind die nämlich voll. Hier der Brunnen ist jetzt auch voll. Der zweite Brunnen auch. Und fertig. Wunderbar. So, da wir... Es ist eigentlich ganz cool, die Atmosphäre so zu drehen, wie man sie gerade braucht. Hallo Regen. Wo bist du? Da. Hier. So gebraucht. Ja, Regen macht natürlich auch das Feuer aus. Darf man nicht vergessen. So. Nein, nicht ausbessern. Ich will ernten erstmal. So, viermal da. Nehme ich nochmal eine Baumwolle. Und dann gleich hier Regen drüber. Wunderbar, da kann ich nicht meckern. Der Brunnen ist voll. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Das war jetzt dumm. Ne, ist egal, passt schon. So, du hast genug Erfahrung gesammelt, um ein Level zu erreichen. Geh nach Hause und schlafen, damit ich ein Level aufsteige. Okay. Gibt's aber noch... Feinde. Wir werden ziemlich häufig angegriffen. Oh, das ist mies. Das ist gemein. Das war gemein. Der konnte wegen dieser Baumwolle hier, ist er nicht zurückgeflogen und konnte deswegen konnte ich mich nicht richtig gegen den wehren. Okay, auch wieder was gelernt. Ich wusste nicht, dass das geht. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, sag ich ganz ehrlich. Aber gut, dann ist das so. Okay, Baumwolle. Kann ich mit der Baumwolle irgendwas herstellen? Angelrute, dazu brauche ich Faden. Okay, wie mache ich Faden? Brunnen, ja, nee, läuft eigentlich ganz gut soweit. Moon, oh, ich freue mich immer, wenn die mich besuchen kommt. Ich weiß nicht. Die Datensammlung ist beendet. Ich nehme an, ich nehme sie nun mit, um sie im Supercomputer zu verarbeiten. Alles klar. Hey. Hey, hi. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch nochmal mit mir. Alles klar. Ja, die haben nicht immer was zu tun. Wo haben wir es dann? Nein, zurück. So, Materialien, Besonderes. Nein, hier haben wir Aufträge. Bessere dein Zelt aus und baue ein Haus mit der Werkstatt. Okay, wie kann ich das Haus ausbessern? Ah, dafür brauche ich Steine und Holz. Okay. So können wir das Haus verbessern. Und dementsprechend könnten wir dann... Ja, dann wird auch das Haus größer. Das bedeutet immer, wenn wir eine neue Sache bauen, zum Beispiel die Werkstatt, dann sieht
unser Zelt nicht mehr aus wie ein Zelt, sondern wird so ein kleines Häuschen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz lustig. Ein paar Sachen können wir dann ein bisschen expandieren. Das ist ganz, ja, wie gesagt, schon ganz lustig. Von daher, ich bin so erschöpft. Okay, der kleine Mann ist also erschöpft. Mist. Ah, Steine habe ich genug. Okay, das bedeutet, ich muss wieder Pflanzen sammeln. sammeln. Ich würde gerne noch weiterhin die Beweglichkeit machen, weil ich glaube, das wird eher das Problem. Mache ich mal voll. Was sagt mein Dingsbums? Esse ich mal eine Heidelbeere und eine Karotte. Mach's gut, Moon. Bye, bye. Tschüss. So, das läuft. Ich könnte eigentlich... Nein! Nicht zerstören, du Idiot! Oder ich Idiot. So, das gieße ich mal. Ich glaube, den Weizen sollte ich aktuell nicht so häufig gerade anpflanzen, weil ich den echt nicht so gut gebrauchen kann gerade. Da sollte ich eher Karotten und so ein Kram anpflanzen. So, das passt. Ich wollte hier nochmal einen Brunnen bauen, obwohl auf der anderen Seite, ich könnte doch eigentlich hier die Heidelbeeren hier hinpflanzen. Das würde passen. Hier, so ungefähr. So, hier wächst dann... Warte mal, kann ich die eigentlich nehmen zum... Nein. Kann ich nämlich die anderen Beerenbüsche, die Heidelbeeren bleiben übrigens auch für längere Zeit. Ist halt die Frage, wo ist das Wassergefilde? Das ist doch hier. Das muss nach rechts von meiner Seite aus. Ah, so ein Nordkreuz oder so ein Kompass wäre eigentlich schon ganz cool. So, dann können die nämlich weg. Dann werde ich mir nämlich woanders da einfach mal einen Dingsbums machen. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber beim Let's Test kann man ja auch mal ein bisschen was rumprobieren. Wird der ja, wenn wir es dann mal Let's Playen sollten, je nachdem, das ist ja von euch abhängig. Komet hier. Ah, was haben wir denn hier? Wieder Kristalle. Was man mit den Kristallen machen kann, weiß ich noch nicht so ganz. So, wahrscheinlich, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. So, ich brauche auf jeden Fall Holz. Gibt es auch noch Pilze, die würde ich gerne noch sammeln. So, ich habe wieder ein paar Sachen. Dir fehlt mir aber so den Auftrag. Ja, bin ja dabei. Was hast du denn? Pinien, Baumwolle, Metall, Heiltrank. Ist alles so teuer. Was kann ich denn verkaufen? Giftiger Fliegenpilz. Eigentlich, weißt du was? Ich glaube, ich tue die ganzen Erze mal verkaufen. Larve? Okay. Ah, die brauchen wir dann später. Babyinsekt, eine Delikatesse für Fische. Okay, das brauchen wir später. Ich verkaufe jetzt erstmal die ganzen Ressourcen, die wir so ein bisschen finden. Für den Fall, dass wir nochmal verrecken. Ob das so eine schlaue Idee ist oder nicht, weiß ich nicht. Sag ich ganz ehrlich. Aber da wir ja hier sowieso ein bisschen am... Habe ich vergessen, Bäume zu pflanzen? Oh, ich Idiot. Kein Wunder, kann ich ja lange warten. So, aber Pinien haben wir ja noch genug, also von daher passt das. Ob das mit den Beeren so eine schlaue Idee war, weiß ich nicht ganz. Sag ich ganz ehrlich. Sehen wir dann, wenn der Bärenbaum, der Heidelbeerenbaum natürlich wächst, ist es kein Problem. Super. Wenn der da nur einmalig wächst, dann habe ich mir die zwei Dinger jetzt abgebaut, aber ich glaube nicht. Können wir nämlich hier so ein, bei dem anderen Brunnen hier, bei diesem Brunnen da, kann ich dann hier so ein paar Heidelbeerenbüsche ansetzen. So, wie gesagt, Weizen will ich ja ein bisschen langsam tun. Baumwolle können wir viel gebrauchen.
Mit den Quests mache ich mir da jetzt auch keine großen Sorgen oder so. So, was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall noch eine Menge Holz. Ich habe auch keine Pinienkerne mehr. Das bedeutet, es ist hier auch soweit alles fertig. Was sagt mein Status? Leben ist voll, Energie passt eigentlich noch. Hier laufen noch Pilze rum. Ich glaube, die Pilze, mit denen kann ich aktuell sowieso nichts machen. Ich finde das einfach geil. Mir gefällt das hier. Einfach, dass ich hier... Okay, nach rechts. Mir gefällt es einfach, dass man den Planeten so ein bisschen drehen kann und so ein Kram. Das gefällt mir einfach sehr. So, da wir sowieso aktuell nichts machen können, könnten wir eigentlich hier diese ganzen kleinen Steine mal abbauen, dass die aus dem Weg kommen. Hier, diese da, die hier. Dann kann ich die nämlich benutzen, um einfach hier ein bisschen, habe ich da ein bisschen Fläche. Jo. Ich würde sagen, mein Fazit zu dem Spiel, ich habe ja schon gesagt, mir persönlich gefällt das ganz gut. Es ist so ähnlich wie Stardew Valley, finde ich, so ein bisschen. Hat nicht den Pixel-Charme, aber hat so einen eigenen kleinen Charme. Ein bisschen innovativ, sage ich ganz ehrlich. Es ist zumindest was anderes mit den Planeten. Ist jetzt nicht so eine Retro-Grafik, dass man sagen müsste, okay, das ist wegen der Retro halt saugeil. Und grafisch jetzt auch nicht so der Burner, dass man sagen würde, okay, das ist aber saucool gerade. Aber es hat so einen gewissen Charme, wo ich sagen würde, okay, ist mit dem Planeten allem drum und dran. Ja, ein bisschen kindlich, aber gefällt mir sehr. Von daher, ja, esse ich nochmal eine Karotte. Gut, ja, wie gesagt, mir gefällt es eigentlich. So, ja, mit dem kann ich noch nichts machen. Ich brauche erst eine Werkstatt. Ich glaube, vorher brauche ich auch nicht großartig anfangen und angeln und so ein Scheiß. Aber du hast auch bestimmt was zu kaufen. Weizen, Holz, Lav, Eichel. Kaufe ich mal 3 Eicheln. Wunderbar. Das sind nämlich andere Bäume. Und somit kann ich jetzt auch eine zweite Baumart hier pflanzen. Die Eichen geben halt, glaube ich, sehr viel Holz. Die brauchen länger zum Wachsen, aber dafür geben die nicht nur 1, 2 Holz. Ich glaube 2 oder 3. Und dafür kann man ruhig mal ein paar Goldmünzen investieren. Ja, also für einen längeren Stream ist das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht ganz so interessant, weil es ist halt auch eher so halb-halb, so ein, auf der einen Seite ein kleines Farming-Spiel, auf der anderen Seite halt, meh. Achso, der Brunnen ist leer. Dafür hat der noch was. So, wollen wir hier gießen. Mach's gut. Bram, genau, Bram. Der andere ist der Locke und dann die Moon. Okay. So, die Karotten sind fertig. Es müssten jetzt 3 sein, ne? Genau, ich glaube, wenn wir... Was brauchen wir denn zum Ausbessern? Holz und Seil. Was können wir denn hier schmieden? Noch gar nichts. Faden, ja, aber für den Faden brauchen wir, glaube ich, die Werkstatt. Das bedeutet, ich gucke jetzt einfach mal Materialien. Ja, das ist zwar alles ganz schön, aber... Nee, ist auf der anderen Seite. Nee, da habe ich es einfach verkackt, Holz zu pflanzen. Das brauche ich jetzt ein bisschen. Das bedeutet, ich kann eigentlich nichts machen. Ja, Steine und Metalle, die wir hier finden, brauchen wir sowieso. Von daher kann ich eigentlich aktuell nichts anderes machen, außer hier diese kleinen Steine ein bisschen aus dem Weg räumen. Geht das mit dem auch oder ist das so ein endlos Ding? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay, was können wir eigentlich hiermit machen? Das können wir auch ausbessern. Möchtest du das Gebäude ausbessern, um aufs nächste Level zu erreichen? 15 Steine, 20 Holz, 20 Metall. Ja, Metall ist natürlich schwieriger zu finden, weil das eher so ein leichtes Random-Ding ist. Manchmal findet man es, manchmal nicht. Das kann natürlich hart werden. Erstmal diese komischen Geröllsteine hier ein bisschen aus dem Weg räumen, dass hier ein bisschen Ordnung reinkommt. Okay, das ist so ein Endlos-Ding. Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ja, okay. Moon! Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Also hier herrscht reger Verkehr. Die lassen uns echt nicht alleine. Hi, jetzt brauche ich Informationen über die Monster. Es gibt hier eine Art von nachtaktiven Fledermäusen. Ich brauche deine Hilfe, um eine Probe ihrer Flügel zu nehmen. Ich werde sie erfolgreich bekämpfen. Okay, hole einen Fledermausflügel, damit Moon ihn analysieren kann. Okay, wunderbar. Das bedeutet, nachts kommen hier dann Fledermäuse an und die müssen wir dann klatschen. Die hinterlassen dann Fledermausflügel und die können wir dann dementsprechend abernten. Oder abgrasen. So, wir haben jetzt 5 Karotten. Können wir mal eine essen? Das ist eigentlich ganz gut. So, am Feuer kann ich ein bisschen rasten. Währenddessen gucke ich mich mal als kleiner Gott sozusagen auf unserem Planeten. Oh ja, schön. Super. Die Bäume sind gewachsen. Ich habe keine Pinienkerne mehr. Das bedeutet, ich muss mindestens einen aufheben, damit ich das weiter einsehen kann. Ja, die wachsen. Klar, natürlich. In 2 Minuten kommt dann der nächste Pinienkern. Ist hier schon was runtergefallen? Nein. Okay. 1 Minute. 1 Minute 20. 1 Minute 25. 1,40. 1 Sekunde. Oh ja, Meteoriten. Nee. 3 Stück. Super. Warte mal, ich habe jetzt 2 Pinienkerne, ne? Einen. Na gut, macht aber nichts. Ist eigentlich ganz gut, wenn der Baum einen Pinienkern fallen lässt. Dann kann ich den nämlich auch fällen. Somit kann ich nämlich einen wieder nachpflanzen. So, das sind Kristalle. Eine Nutzpflanze ist fertig. Super. Ah, was haben wir hier? 46 Sekunden, 27, 20, 38. So, ich warte, bis die eigentlich alle was abgepflanzt, also was abgehauen haben. Dann passt das. So, zeitgleich möchte ich gerne noch mal bei den Bären hier gucken. Daher, dass es alles so relativ kurzweilig ist, also die Abklingzeiten und so ein Kram sehr kurz sind im Vergleich, muss man doch recht zügig sein. Das stimmt schon. Da muss ich dann schon echt sagen, ja, die brauchen noch 1 Minute. Ich muss auch bald mal pennen. So, der hat 2 abgegeben. Das bedeutet, ich sammle die jetzt schnell. Und dann sind mir die Dinger, kann ich die alle abernten. Super, dann kann ich auch neue Pflanzen gleich. Kann ich aber erst machen, wenn ich wieder Energie habe. Oben rechts wird der, oben links. Genau, das sind die Schlafdinger. Das bedeutet, der Kerl ist erschöpft. Erstmal eine Runde pennen. Wir sind jetzt auch schon bei 50 Minuten. Das bedeutet, das Stündchen ist ungefähr voll. Ich habe mir gedacht, wenn ich so kleine Pflanzen nehme, die ich so ein bisschen anspiele oder anzocke, dann denke ich mir einfach, okay, ich mache daraus so ein Stündchen. Da hat man dann auch, da gibt man im Spiel ungefähr so 1 Stunde Zeit, um das ein bisschen kennenzulernen und so weiter und so fort. 8 Sekunden, das ist super.
Schön, dass du wieder da bist, Zauberer, aber so weit bin ich noch nicht. Okay, die wachsen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, lassen die noch keine. Die müssen jetzt ausgewachsen sein. Okay, stimmt, die Pinien wollte ich ja alle abernten. Holz ist Holz. So. Ich glaube, man kann auch nur einen Spielstand haben. Ich finde es schade, dass es nicht im Koop-Modus geht. Das könnte echt lustig werden. Aber bis jetzt ist das ein reines Singleplayer-Spiel. Aber auf der anderen Seite dafür, dass... Ich weiß gar nicht, wie teuer ist es denn das gerade? Ich kann euch das in der Beschreibung verlinken. Also den Steam-Link kann ich euch da reinschicken. Könnt ihr, wenn es euch gefällt, einfach auf die Wunschliste packen. Vielleicht verschenkt das Steam nochmal eine Runde. Irgendwann, man weiß es nicht. Also von daher einfach mal gucken. So, ich mache die so ein bisschen weiter weg von dem Ding, dass ich da nämlich auch links und rechts dran kann. Vielleicht suche ich mir irgendwo außerhalb des Brunnens hier, wo man auch angeln kann, einfach mal so einen Platz, wo ich einen Brunnen baue und dementsprechend kann ich dann auch... Komm, pflanzen alle hier, wieso nicht? Wir haben es doch. So, bevor ich die Pinien, aber eher nicht die Pinien, sondern die Dingsbums ernte. Ah, ich kann es auch ein bisschen hier machen. Super. Da würde ich gerne noch ein paar Nüsschen runterholen, bevor ich die abbaue. Da müsste ich aber doch mittlerweile langsam genug Holz haben. Ja. Das neue Rezept freigeschaltet. Oh, neuer Hammer. Glasflasche. Faden. Wunderbar. Jetzt können wir in der Werkstatt viele Sachen machen. Wir brauchen Stoff. Dafür brauchen wir 5 Faden. Für die 5 Fäden brauchen wir 8-mal Baumwolle. Ein Baumwolle habe ich geerntet. Okay. Habe ich gesehen. So, dann baue ich natürlich nicht genug Materialien. Okay, erstmal genug Fäden. Die mache ich aber nicht direkt für den Zauberer. Sondern mit den Fäden kann ich auch anfangen, hier die Farbe ein bisschen zu verbessern. Dafür brauche ich Seil. Küche, okay, kann ich auch bald bauen. Stoff. Ja, dann mache ich einen Stoff, komm, drauf geschissen. Dann ist der Zauberer später auch glücklich. Wie ich später Fäden bauen kann, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich kann... das herstellen. Super, jetzt kann ich auch angeln. Das ist eigentlich ganz cool. Nur das Angeln ist ein bisschen schwierig. Oh, super. Euch habe ich gebraucht. So, bei den Pinien will ich aber nicht so viele machen. Ich denke mal 4 oder 5 Stück sind in Ordnung. Ich dachte, die gibt mehr Holz. Ich habe noch keine Fische für dich. Wir können aber gleich angeln. Wir haben ja einen Angelköder. Na doch, das gab ordentlich Holz. Also doch nicht nur 2. So, den Stein mache ich hier nochmal weg. Wunderbar. Wie läuft denn eigentlich Angeln? Angeln, akzeptieren, okay. Müssen wir es zum Dingsbums? Das ist scheiße, das Angeln ist beschissen gemacht. Sorry, aber das haben sie echt scheiße gemacht. Und zwar, bringe den Köder zum Maul des Fischen, drücke die richtige Taste. Du kriegst auch keine Zeit. Wenn du es aus Versehen falsch drückst, dann ist es auch vorbei. Das ist sau nervig. Also, das ist schon echt schlimm. So, jetzt habe ich einen Fisch gefangen. Hoffentlich war es das, was... Fisch bester Qualität. So frisch, bring mir mehr. Ich bezahle gut für jeden von ihnen. Okay, du bist so selbstsicher. Wieso?
Wie meinst du das? Deine Felder sind nicht gegen Krankheiten oder Schädlinge geschützt. Du hast recht, manchmal stehlen Monster meine Ernte. Auf meinem Planeten Gu schützen wir unsere Felder mit Holzzäunen. So sichern wir unsere Ernte. Und das ist eine tolle Idee. Ich zeige dir, wie man Zäune baut. Super. So, wir können natürlich jetzt, wir haben zwei Golderz. Wo haben wir die her? Okay. Ich will dem eigentlich nichts verkaufen. Wir haben 71 Kohle, das ist okay. Was kann er uns verkaufen? Auch nichts Besonderes. Essen ist zwar ganz nett, aber Eicheln haben wir selbst noch ein paar. Holz, Larve vielleicht. Ja, mehr kann er uns nicht. Jetzt können wir auch keine Larven mehr kaufen. Der hat nämlich 0. Aber das passt schon. So, dann haben wir das schon einmal. Das ist ganz gut. Wir können jetzt auch hier so Holzzäune und so bauen und können halt hier anfangen, auch unsere Felder rein zu ernten. Aber da muss ich halt nochmal gucken, wie ich das mache. Ich finde es, als ich das bei mir auf dem Privatspielstand mal so gemacht habe, das ist irgendwie voll hässlich geworden. Also schön ist es nicht. So, jetzt haben wir eine Heidelbeere. Ist ganz gut. Die würde ich aber jetzt nicht verschwenden, sondern gleich weiter pflanzen. So, dass wir mindestens so 4 oder 5 von diesen Dingsbums haben. Oh, Regen! Wo? Wo ist Regen? Hier, diese Wolke ist am Regnen. Super. Ja, das hat doch super funktioniert. Da habe ich den Regen doch gleich genutzt. Jetzt kann ich auch die Karotten abernten, das ist schön. So, jetzt will ich auch gleich wieder nachpflanzen. Dann kann ich nämlich den Regen gleich, wenn schon, ausnutzen. Karotte. Und Baumwolle. Ah, super. Finde ich gut, Regen, dass du direkt hier bist. Wunderbar, freue ich mich. So, Werkstatt, Glasflasche ist zwar alles ganz nett, aber irgendwie. So, ausbessern. Seil, da brauche ich auch bestimmt wieder viel Holz, viel Faden. Und viel Baumwolle. Stoff will der Typ haben, das hat er ja. Okay, dann lasse ich die einfach nur in Ruhe wachsen. Okay, hier habe ich noch irgendwo was. Eine Heidelbeere? Nein. Dann würde ich es so machen. Was haben wir denn hier? Holz und Stein habe ich genug. Trotzdem gehe ich nochmal und gucke mal, ob ich die Eichen abbauen kann. Dann kann ich nämlich auch neue pflanzen. Dann sieht der Kram nämlich schon ganz anders aus. Lieber ein bisschen wachsen lassen, mit der Hoffnung, dass es ein bisschen mehr Holz gibt. Das bedeutet, die lasse ich mindestens so groß werden. Ich denke mal, größer werden die nicht. Sorry, Moon. Ich habe noch keine Fledermäuse hier gesehen. Ich bin so erschöpft, muss mich erstmal ausruhen. Okay. So, Liebes. Hi, dir fehlt noch etwas, einen Auftrag zu beenden. Ja, du bist viel zu früh gekommen, Mädchen. So, die Pinien könnte ich eigentlich abernten. Was sagen denn meine Steineichen? Ich habe keine gepflanzt. Die habe ich abgebaut. Okay, warum eigentlich nicht? Kann ich hier neue setzen? Ach, Mist, der ist erschöpft. Alles klar, dann geh mal schlafen, kleiner Mann. Ja, hat er sich verdient. Warum braucht er jetzt so lange zum Schlafen? Okay. Moon hat uns beim Schlafen zugeguckt. Böses Mädchen. Naja, vielleicht wollte sie auch nur auf Nummer sicher gehen. So, ich denke mal 4 Stück, dass wir mal ein bisschen expandieren und nicht mal, wenn ich abernten muss, da mal eine ordentliche Portion Holz abernten kann. Obwohl, eine hätte ich gerne als Reserve, sage ich ganz ehrlich. Da waren ja genug Pinien. Da
Die ist recht groß. Die anderen müssen noch wachsen. Das bedeutet hier, die mache ich weg. Und die mache ich weg. Wunderbar. So, wie lange sind wir dann hier schon dran? Knappes Stündchen. Das ist doch super. So, dann pflanze ich noch mal ein paar nach von den Pinien. Ich habe zwei Bäume gefällt. Das bedeutet zwei Pinien. Ne, sieht eher aus, als hätte ich drei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eigentlich ganz gut. Wir könnten eigentlich auch 7 nehmen. Das ist eine schöne Zahl. Super, dann haben wir noch zwei Pinienkerne im Dingsbums. Wunderschön, gehe ich nochmal angeln. Oh, das war Glück. Eine Larve habe ich noch. Na, ja, ich komme in Übung. Ich komme in Übung. Oh, ich habe Hunger. Ja. Entschuldigung. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich Hunger hatte. Ich habe nur gemerkt, dass ich Energie verliere. Das war vielleicht nicht so schlau. Gut, passt aber. So, haben wir ein paar Möhren gegessen. Oh, Meteoriteneinschlag. Ja, da darf ich auch nicht alles zubauen. Weil wenn die Meteoriteneinschläge irgendwann kommen, dann kann es sein, dass die was kaputt... Oh, drei Stück. Dass die was kaputt machen. Und ja, da hätte ich natürlich immer gerne noch so ein kleines Gerümpelfeld. Der Meteoriten hat Samen aus einem anderen Teil des Universums mitgebracht. Super, was haben wir denn da bekommen? Haben wir das auch schon mal im letzten Test drin? Das freut mich. Da mache ich gerne noch mal ein paar Minuten länger als geplant. So, was haben wir denn hier? Pilz, Sonnenblume. Ein Samenkorn, das zur Herstellung von Öl verwendet wird. Oh, super. Ach, und ich habe jetzt die Felder schon alle... Ach, Mist. Okay, 57 Sekunden, eine Minute. Die müssten auch knapp... Ne, ja, passt super eigentlich. So, und jetzt hier nochmal. Ich habe ja gesagt, Heidelbeeren würde ich gerne so 3, 4... Ja, so 4, 5 Stück. 5 Stück. Hm, die pflanze ich dann noch hier noch so 2. Dann passt das eigentlich. Super. Gut. Ich würde allerdings sagen, wir sind mit dem letzten Test für heute hier fertig. War mir eine Freude. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch einigermaßen gefallen. Würde mich freuen, wenn ich in den Kommentaren da ein bisschen Bewegung drin hätte und ihr dann so schreibt, was ihr von dem Spiel haltet oder nicht. Ich sag bis dahin, ciao mit V, macht's gut und wenn euch das Spiel gefällt, kann man da ein kleines Let's Play draus machen. Wie ihr wollt. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.